Und ich will es halt mal so sagen. Bei mir war es jetzt mehr Amiga, Atari ST zum Beispiel. Und da muss ich mal gucken. Ich habe da noch irgendwo so einen alten. Was war das? So ein war das nicht der tragbare Atari? Nee. Ach, ich muss mal gucken. Irgendwas hatte ich da noch von Atari, was denn mit dem ST zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob es ein tragbarer war oder nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, diese alten Computer sind richtig cool. Also, ihr habt da richtig schöne Spiele. Ich will mal vom Amiga ein paar nennen, die ich jetzt so selber noch meins nennen kann. Bin auch schon ziemlich alt. Das ist aber Mousetrap. Vielleicht kennt jemand Mousetrap für... Oh, nee, das will ich haben. Das ist ein Energy Tank, den will ich haben. Das ist gut, dass wir Fire Blast haben. Wartet mal, wie hieß denn das? Ich sag's euch gleich. Das Spiel, Mousetrap, genau. Also, wie gesagt, wenn das jemand noch kennt, hey, das wäre ja mal richtig cool. Weil ich kenne kaum jemand, der Mousetrap kennt, noch vom Atari. Atari ist ja schon. Ja, die gab's aber, glaube ich, auch auf dem ST. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall auf dem Amiga habe ich das gespielt. Mousetrap ist ein ganz einfaches Spiel eigentlich. Auch ziemlich simpel gestrickt. Ihr seid eine Maus. Müsst verschiedene Items einsammeln, dürft nicht sterben. Klar, Standard halt. Und ganz wichtig in dem Spiel natürlich, ihr müsst, wenn ihr alles, am Schluss, wenn ihr alles eingesammelt habt, dann kriegt ihr eure Belohnung. Ja, leck mich doch, Sniper Joe. Und das ist dann irgendwie, ihr seid dann reich und was weiß ich. Ein ganz simples Spiel und auch wirklich das Prinzip vom Spiel ist so simpel. Aber extrem simpel. Uhuhu. Böse Stacheln. Auf jeden Fall macht sehr viel Spaß. Hat auch sehr geiles, also richtig geniales Artwork, was von extrem viel Kreativität zeugt. Also das muss ich den Entwicklern von Mousetrap lassen. Sie waren extrem kreativ. Wenn ich mir da die Levels anschaue, wirklich unglaublich. Da müssen hier zum Beispiel mal Erdbeeren oder was das sein sollen. Vielleicht ist auch irgendwelche Kristalle oder so. Müsst ihr dann sammeln mitten in einem Geisterwald oder so ein Quatsch. Also ziemlich lustig. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Da gibt es auch auf YouTube eine Longplay dazu. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Lohnt sich beim Reinschauen. Und ja, wir machen jetzt die einfache Variante. Einfach durchliegen. Und ja, sehr schönes Spiel. Oder da habe ich eins gesehen. Ey, das Spiel war... Tut mir leid, mir war das zu ballerballer, das Spiel. Das hieß, wie hieß der, John Barrett? Irgendwie so? Na, ja, kann sein, nee, der hieß anders. Irgendwas mit John oder so? Weiß gar nicht mehr. Irgendwie so ähnlich hieß der aber. Das ging darum, dass ihr im Endeffekt so, so schnell wie möglich mehr Frauen als euer Peter, Sacher, Doktor, irgendwas da knallen musstet. Ja. Ja, ihr habt das richtig gehört. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein dämliches Spiel war. Das war irgend so ein komisches Point-and-Click-Adventure. Und es war halt unter dem Dings hier. Und ich habe mir gedacht, hey, was ist denn das für ein Quatsch sein, gell? Lacht mir das runter und naja, der Rest habe ich ja gerade gesagt, um was es geht. Also da hat es auch solche Spiele. Es hat aber auch schöne wie Fire and Ice. Auch ein schönes Spiel. Wir haben Betag. Naja gut. Stage Select. Und es geht heute zu Tomahawk Man. Ja, wir kommen ganz... Okay, wir kommen von der Geschwindigkeit okay voran. Also, könnte schneller sein, aber ich denke so, für den Anfang ist das okay. Okay, Zeit für Tomahawk Man und seine Tomahawk-Brüder. Ah, oder auch seine Schussbrüder. Stimmt, das war ja diese Wild West Stage. Wild West, erinnert mich dran, ich muss mir auch mal ein paar Western reinziehen, ein paar gute. Ja, auch der Sonderstand, ich gucke sich gerne mal Western an. Western ist eh so ein Genre. Manche schauen es wirklich mit großen Augen an, andere wiederum gucken es nur an, denken sich. Kann ich gar nicht so nachvollziehen, warum. Western ist eigentlich ein ganz cooles Genre. Oh ja, MeTool, hab dich auch gern. Ja, ja. So. MeTools besiegt. Wir können weiter. Juhu. Also, dann wollen wir noch mal schauen. Kommst du her? Ich habe die Viecher voll vergessen. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe die voll vergessen. Au, 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 au. Da kommt einer von hinten.
Und nein, du wirst mir nicht Pixe in meinen Mega-Hintern hauen, ja? Da haben wir uns da verstanden. Und danke, Eddie, eine nützliche Seite. Ja, es gibt jetzt heute kein Pixe in meinen Mega-Hintern. Nein, 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 heute nicht. Und ja, ich könnte auch oben rum. Ich hätte genug. Ich habe ja alles, den Jet und so weiter, aber warum soll ich? Ich bin hier so selten an dieser Stelle. Ja, und nein, der hat mich wieder erwischt. Dieser Skullkopf ist gemein, der hat mich zweimal erwischt. Ich werde Anzeige erstatten und dann Phoenix Wright erstmal auf ihn hetzen. Weil der ist der Strafverteidiger, gell? Verdammt. Na gut, dann hole ich halt Miles Edgeworth. Genau, der soll ihn kurz verknacken wegen einer Lappalie. Weil Alter, er hat zweimal auf mich geschossen, das ist versuchter Mord. Wir wissen alle, dass sie mich umbringen wollen. Jetzt haben die mal alles durch, meine Damen und Herren. Ja. Ich sag jetzt, seht ihr, sterbt nicht von dem Schuss, bitte. Und da soll mir noch mal einer sagen, Plant Barrier ist useless. Es macht mehr Schaden als Betag. Okay, was brauchen wir? Power Suit? Oh, das war die Stelle. Wo ich wirklich... ihr müsst hier wirklich... Pixel für Pixel vor. Und hoffen, dass ihr nicht runterfallt. Ja, ist es so. Mir ist es schon passiert. Oh, ich muss aufpassen. Ah, jetzt können wir noch ein Stück von Stück vor. Dumm. Und schon wurde ich zu Megaspieß. Also. Ja, es geht ganz schnell. Also hier seid ihr, guckt mal, seht ihr die Stacheln unten? Da seid ihr wirklich Megaspieß. Das ist so. Übrigens, wir haben den Energy Balancer bekommen. Der Energy Balancer. Was erlaubt er uns denn? Wenn ich jetzt, sagen wir mal... Ich habe jetzt volle Energie, okay? Gehen wir mal von aus. Von einem ganz unwahrscheinlichen Szenario. Ich habe volle Energie. Und ich möchte... Ich sammle jetzt... Also Waffenenergie meine ich. Jetzt nicht Lebensenergie. Das wäre ja schön. Ich hätte jetzt volle Waffenenergie. Zum Beispiel, ich hau jetzt rein Windstorm. So. Und sammle jetzt so ein... So ein Waffen-Upgrade auf, ja? Kennt man ja sicherlich mal, wenn man so ein Waffen... Mega Bang, warum bist du da nicht reingegangen? Well, this sucks. Auf jeden Fall. Na gut, dann müssen wir halt nochmal. Den Balancer behalten wir zum Glück. Stacheln. Obwohl, schön, dann kann ich euch wenigstens beide Stages mal zeigen. Also beide Abschnitte mal zeigen. Wichtig, guckt, dass im Normalfall die Plattformen hier oben sind. Böse. Böse. Und null Leben. Das, nicht Game Over gehen. Nein, 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 Mega Man. Wir gehen jetzt noch nicht Game Over. Nein, nein. Puh, ich bin wirklich aus der Übung. Also ich war wirklich schon tausendmal besser. Na gut, aber andererseits wäre ich aber nur einen schlechten Tag. Ich glaube nicht so dran. Ich bin einfach scheiße gerade. Also, egal. Auf jeden Fall weiter. Seht ihr das? Und jetzt hat sich irgendeine Energie, ich weiß es nicht welche. Oh, Verzeihung. Hat sich jetzt bei uns aufgefüllt und das automatisch. Also das ist das Schöne an diesem Energy Balancer, es füllt sich automatisch auf. Mega Man, ich muss sagen, der steht hier gut, der Jet-Anzug. Der macht dich schlank. Ich finde zumindest, das macht ihn schlank, dieser Jet-Anzug. Stimmt, und Feuer, immer. Feuer ist immer gut. So, wir sind wieder an dieser Stelle hier, die ich mag. Aber da wir den obenrum den Weg uns sparen können, wollen wir doch gleich mal losgehen zum unteren. Au! Hör auf! Hey! Hör auf, mich anzugreifen. Das ist nicht mehr lustig! Hey! Lass das! Nicht mehr bleiben. Aber wisst ihr, also die Gegner sind eh ein bisschen unverschämt, aber. Also, jetzt worauf wollte ich hinaus? Irgendwas mit Energy Balancer. Gut, dann wollen wir doch mal zu was verpasster Anruf. Hä? Ich muss unterbrechen. Ja, wir machen schon weiter hier. Wir waren bei. Achso, genau. Wir waren ja bei Tomahawk Man. Und. Wir tomahawken ihn mal. Nee, wir probieren es erstmal mit Buster ein bisschen. Wir haben ja eh genug E-Tanks. Hoffe ich mal. Also, ich hoffe, ich habe ein paar eingesammelt. Aber ich denke schon. Wenn wir die jetzt auch noch sinnvoll nutzen, dann müsste das ja gehen. Hallo Tomahawk Man. Ja, und er weicht mir mit seinem Tomahawk aus. Hey. Hold it! Au! Nein! Oh Gott. Ich muss mich echt wieder an diesen Boss gewöhnen. Okay, drüber. Irgendwie habe ich das Gefühl... Ich mache da nur Scheiße irgendwie.
Nein. Noch ist der Kampf nicht um Tomahawk Man. Aha. No! Oh fuck. Nein. Nein, wir nehmen den nicht, aber ich nehme Plant. Woo! Plant versus Tomahawk. Plant wins again. Plant strikes again and wins. You leben. Oder nee, Waffe, neue Waffe, neue Waffe. Und Leben und Dings. Au! Hey, Moment, das war ein Tomahawk. Oh, jetzt kann ich mir eine neue Brille kaufen und einen neuen Nasenrücken dazu. Gut, und damit haben wir Silver Tomahawk. Stage Select und es geht weiter zu Yamato Man. Der fernöstliche Samurai. Oder? Master of Spears? Samurai? Ja, ich glaube, oder? Ich sag einfach mal Samurai. Wenn es nicht stimmt, dann können sich ja alle fernöstlichen Fans und selbsternannten Samurais sich ja bei mir melden und sagen, wie scheiße ich bin. Okay, jetzt haben wir die Wahl. Gehen wir oben oder unten rum? Es gibt zwei Wege. Na, ich würde sagen, gehen wir einfach mal unten rum lang. Und ich kann ja im Notfall das auch, wenn gewünscht ist, auch nochmal explizit auch nochmal den anderen Stage-Abschnitt zeigen. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier ein ganz, ganz, ganz striktes Let's Play haben, wo wir jetzt unbedingt drauf achten müssen, dass wir jetzt hier alles 100% wie in einem Let's Play machen, wobei ein Let's Play eh keine Vorschriften hat in dem Sinne. Komm, wo ist Punchen? Ja, komm ja, Frosch! Punch! 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 Hey, 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 hey! Sau! Was war aber? Fire Blast! Hier! Bam, bam! Yeah! Fire Blast zieht! In die Augen! Wuhu! Ja, wir haben den fernöstlichen Fürsten mit seinem gigantischen Riesenfrosch besiegt. Frösche im... Hä? Ich dachte, das ist eine eher asiatisch angehauchte Stage und dann haben wir Frösche. Ich meine, natürlich, Frösche gibt es sicher auch in Asien, aber ich wusste nicht, dass das so eine Bedeutung dort hat. Ich dachte immer, das ist so Sachen wie Tiger und Panther und... Naja, gut, Panther nicht, aber... ihr wisst, was ich meine, oder? Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt mit Fröschen. Also entweder hat da jemand ein Geschichtsbuch aus der Schule wieder ausgespuckt in dem Moment, als er das mit dem Frosch gebracht hat, oder ich bin einfach... Oder ich habe nicht genug Geschichtsbücher gegessen. Das kann auch sein. Vielleicht habe ich nicht genug Geschichtsbücher gegessen. Obwohl ich ja sagen muss allgemein, man sollte ja Geschichtsbücher nicht unbedingt essen, aber... Mein Gott, Vorlieben hat jeder. Deswegen lasst uns. Ich meine, diejenigen, die natürlich Geschichtsbücher essen. Selbst für den. Ich niemals. Ich will sowas nicht tun. Ich renne lieber weg vor Springteile. Au. Vor Springteilen. Und bin unsichtbar. Ach, das seht ihr, glaube ich, gar nicht, wenn ich erwischt werde. So, dann kommen wir zum Master of the Spear. Or Master of Tomato. Yamato Man. Also, Yamato Man, was kann er denn? Er kann Yamato rennen. Und er kann seine Spitze nach uns schießen. Und das juckt mich leider herzlich wenig. Was? Au! Hör auf damit! Yamato Man ist übrigens gar nicht so schwer. Glücklicherweise. Also, ist Yamato Man geht. Es ist jetzt nicht so, dass er ultra einfach ist, aber er ist auch nicht ultra schwer. Wenn ihr seine Bewegungen ein bisschen raus habt, dann ist das gut. Also, und damit haben wir einen Speer ins Gesicht bekommen. Mega Man, soll ich dir mal was sagen? Wir streichen dir deine Serie, wenn du so weiter machst. Wie wäre das denn? Ach halt, die wurde schon gestrichen, verdammt. Damit kann ich ihn gar nicht erpressen. Gut, aber das war's erstmal für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte bei das sau viel Spaß. Und ich würde sagen, das geht bald weiter dann mit Mega Man 6. Bis dahin, macht's gut. Euer Status, euer 33.